Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 25. August. Heute dabei Amazon, Whole Foods, Samsung, Samsung Up, Google Pixel, Microsoft und Sony. Beginnen tun wir mit Amazon. Die kaufen die Bio-Supermarktkette Whole Foods. Ja, nichts Neues, das hatten wir auch schon hier im Daily vor ein paar Wochen. Aber die Neuigkeit ist, die US-Behörde, das FTC, das ist dort die Wettbewerbsbehörde, würde ich mal einfach übersetzen, die hat den Deal jetzt abgesegnet. Das heißt, die Übernahme kann durchgeführt werden und dann schauen wir mal, was Amazon mit Whole Foods so anstellt, wie sich das auch beispielsweise auf Amazon Fresh auswirkt und was am Ende dann überbleibt. Ja, was am Ende vielleicht auch überbleibt, ist ein neuer Sprachassistent. Und Samsung hat nämlich jetzt das, was man eigentlich eh schon vermutet hat, final bestätigt. Sie arbeiten auch an einem smarten Lautsprecher, also Konkurrenz zu Amazon Echo, zum Google Home und zum HomePod von Apple. Das hat jetzt Samsung-CEO DJ Ko gegenüber CNBC, das ist ein amerikanischer Nachrichtensender, bestätigt. Ja, sie arbeiten dran. Gucken wir mal, wie lange das nun wirklich dauert. Der Sprachassistent Bixby ist natürlich enthalten und da ist ja schon mal was schiefgegangen. Der war ja auch schon angekündigt für das Galaxy S8, hat dann auch erstmal wieder gedauert, ist auch noch nicht in Deutsch verfügbar. Also Probleme gibt es auf jeden Fall. Mal gucken, wie Samsung die behebt. Und bleiben wir direkt bei Samsung. Samsung hat ja das Galaxy Note 8 vorgestellt und gleichzeitig auch das Programm Samsung Up. Das ist ähnlich wie Mobilfunkanbieterprogramme und auch von Apple gibt es auch Ähnliches, so wenn ich mich da recht entsinne. Man zahlt eigentlich monatliche Rate, 24-Monats-Vertrag und danach gehört einem entweder das Gerät oder aber wie in dem Fall bei Samsung, nach 12 Monaten kann man es abgeben, bekommt das neue Gerät, also den Nachfolger, aber dann ticken auch die 24 Monate wieder durch. Ob sich das so lohnt, muss jeder für sich selber mal durchrechnen. Also ein Samsung Galaxy Note 8 kann man für monatlich 41,62 Euro bekommen. Das ist nach 24 Monaten 999 Euro, was halt dem normalen Preis entspricht. Aber wenn man es nach 12 Monaten abgibt, hat man ja fast 500 Euro bezahlt und kein Gerät mehr. Ja, das entspricht eventuell dem normalen Preisverfall. Und wenn man dann getauscht hat, beginnen die 24 Monate ja wieder neu. Also, wie gesagt, einfach mal durchrechnen, ob das Sinn macht. Ich glaube es gefühlt erstmal nicht, aber kann ja sein. Aber wenn wir eh schon bei Geräten sind und das Galaxy Note 8 wurde vorgestellt, das iPhone 8 steht in den Startlöchern in ein paar Wochen, dann kommen wir auch zu Google. Denn da scheint es jetzt wirklich so, dass am 5. Oktober diverse Hardware vorgestellt wird und unter anderem auch zwei neue Pixel, also das Pixel 2 und das Pixel XL 2. Wenn das euch interessiert, in dem Artikel, den wir in den Shownotes verlinkt haben, da sind auch die ganzen Daten zu den Geräten drin, könnt ihr euch mal angucken. Aber wie gesagt, das sind relativ gute Gerüchte, aber es ist noch nichts final bestätigt von Google. Von daher ruhig nochmal ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber man kann sich's angucken. Ja, und diese Woche war ja die Gamescom. Ich habe da nicht so viel zu gehabt. Ich bin ja jetzt auch nicht der große Gamer und wir sind jetzt auch nicht der Daily Gaming Podcast. Da werden wir bestimmt aber in einem anderen Podcast vom Januar bestimmt noch was hören, was so passiert ist. Aber eine News habe ich noch, denn Aaron Greenberg, der Marketingchef der Xbox, hat halt verraten, dass man immer noch mit Sony zusammenarbeitet am Thema, Crossplay, glaube ich, genau. Also halt systemübergreifendes Spielen, sprich PlayStation, Xbox, man spielt das gleiche Spiel und egal ob der andere, der dann halt in der Cloud mitzockt, auf einer PlayStation oder einer Xbox ist, alles geht über Kreuz, deswegen halt auch Cosplay. Und sie arbeiten wohl konkret an Minecraft und haben immer noch die Hoffnung, dass das klappen soll. Ich finde es eine gute Sache. Ich weiß nicht, welche großen Hürden da so zu nehmen sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die gibt. Aber ich finde es toll, wenn es halt ähnliche Spiele sind und man das wirklich über Kreuz spielen kann. Dann hat man natürlich eine weitaus größere Mitspielerschar, auf die man zurückgreifen kann. Ja. Und das war schon mit dem Geek Talk Daily für diese Woche. Ich wünsche euch einen guten Start in den letzten Tag. Habt danach ein tolles Wochenende. Hoffentlich habt ihr das auch frei. Habt gutes Wetter. Und am Montag wird euch dann sehr wahrscheinlich der Jan hier begrüßen. Und ich hoffe, ihr haltet uns die Treue. Und bis denne. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.